Wollte schon sagen, noch ein Stack? Nee, leider nicht. Doch, das hat sogar noch geklappt, das Ding da voll zu kriegen. So. Und rein da. Reste kommen hier wieder rein. Oh, Restekiste. Voll? Warum bist du eigentlich da drin? Gibt's noch irgendwas, was hier drin ist und nicht reingehört? Nö. Dann mal euch. Euch kann man auch schon mitnehmen. Lässt sich sehen. Davon auch 5. Quatsch, die Kiste. So, so, so. Ja, und euch. Ach, guck mal. Da haben wir noch Kohlereste. Wie kriegt die denn jetzt hier rein? Brauchen wir schon mehr als eine Restekiste. Ah, dann kommt halt das Ding zu den seltenen Funden. Und jetzt warten wir noch, dass die Öfen fertig werden. Da auch wieder 5 dazu. Einmal 7, zweimal 7 und einmal 5. Dass ich jedes Mal. Naja. An den Öfen mal die Hände wärmen. Das klappt jetzt nicht wirklich. Mein PC, oh, der ist ja auch eiskalt. Zu viele Kühler drin verbaut. Der soll mal heiß laufen. Ja, aber ich habe ja dieses Jahr im Sommer 3 Kühler da noch reingesetzt. Jetzt im Winter bereue ich es. Denn die Ecke hier, die war früher immer so richtig flauschig warm. Die ganzen, ja, damals waren es ja, letzten Winter waren es ja auch noch 2 PCs, die ich separat, die ich nebeneinander hab laufen lassen. Na, schau mal. Er ist auch schon fast durch. Hier, 16. So. Dort, 16. 5. So. So, dann kann man ja schon mal wieder hier 7. Dort ein und dort auch noch mal ein. Mit Gold sind wir dann fertig. Ja, die hätte ich vielleicht noch stehen lassen sollen. Thank you.
So. Du bist fertig. Du bist auch fertig. Und du bist auch fertig. Da kriegen wir keinen Block mehr raus. Ja, die Kohle, die wir hier jetzt noch haben, können wir schon mal zusammen machen. Wir finden ja eh wieder genug neue. Okay, ihr seid leer. Ihr seid leer. Ihr seid leer. Das ist alles Zeugs. Ja, ich hoffe, das passt alles noch ins Inventar rein. 1, 2, 3, 4 mit den Kisten. Ja, komm, passt. Voll. Und da auch gut gefüllt. So, dann wieder ab nach hinten. Das steht jetzt heute noch auf dem Programm. Das Lager dort aufschlagen, noch ein bisschen weiter buddeln. Dann nach oben graben, wenn wir fertig sind. So bei 3000. Das ist jetzt so mein persönlich gesetztes Ziel. Ja, das ist jetzt sehr spannend, wie ich jetzt zum Ziel laufe. Aber das haben wir alles heute gegraben, also das ist schon eine gute Leistung. Nicht sehr spannend, aber eine gute Leistung. Ach, guck mal, man sieht das Ziel. Hier ist die Schlucht. Dem schönen Fahren. Ist gar nicht der Fahren. Das ist gar nicht die Schlucht. Dann kommt die Schlucht aber noch. Nur ein Stück weiter, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Hier. Die Schlucht mit dem schönen Fahren da. Gut. Da sind wir. Aufpassen, da wollten wir ja jetzt lang. Oder? Ne, hier war die Höhle. Okay. Gut, machen wir uns erstmal so ein bisschen breit hier. So. Stellen wir die auf. Dann die gelbe. Welche denn? Die nicht. Die ist doch auch voll, oder? Ja. War das eine grüne? Nee. Doch hier, ein Faden. Die Restekiste. Und die Kiste, wo wir gerade reinstapeln waren. 16 weitere, das müsste dann diese sein. Hier. Ihr bleibt hier stehen. Schön aufgestellt. In Reihe und Glied. Die Crafting-Box von mir aus daneben. So.
und die vollen. Wir haben noch einiges an Platz. Ja. Aber wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Die Minecarts, da wir jetzt ja da quasi feststeht, dass wir zurückfliegen werden. Tue ich die auch schon mal hier rein. So, und jetzt holen wir mal hier alles raus. Muss man erstmal überlegen, wo waren wir denn schon überall lang gegangen? Naja, wenn wir jetzt nicht jedes Kohlestück finden, macht ja auch nichts. Wow. So. Auch schon wieder eine neue Höhle. Warum schleppe ich eigentlich die Kisten mit mir rum? Dafür habe ich jetzt alle 6 Shulker-Chests bei mir. Naja. Blockieren ja nur das halbe Inventar, was soll's. Das Problem ist, im Gegensatz zur Holzernte, dass wir hier ja alles irgendwie noch zusammenkraften können. Sei es Eisen, sei es Kohle, der ganze Redstone. Geh weg. Beide tot. Hier irgendwann mal Ende sein. Nö, nur ein tiefes Loch. Aber hier ist Ende. Dann hier oben. Also die Öfen können wir gleich schon wieder vollstopfen. Da war ein Zombie. Oh je. Ende.
Also Kohlemangel dürften wir in der nächsten Zeit nicht mehr haben. Das kann ruhig da fließen, das stört mich jetzt nicht. Halbes Inventar mit Kohle voll. Oh, dann mal hier lang. Ist jetzt ja nicht so steil, dass wir uns irgendwie in den Tod stürzen würden. Nö, das ist ja fast schon eine gemütliche Treppe hier. Eine sehr eisenhaltige, gemütliche Treppe. Aufpassen, hier ist wieder Lava mit im Spiel. Sieht man schon. Und weiter gehe ich nicht. So, wir kamen von dort. Ich hatte eigentlich an Monsterraum gehofft hier. Dadurch, dass da so drei, vier Zombies hintereinander aus der Ecke kamen. Schon immer eigentlich ein Indikator dafür, dass da irgendwas ist, aber hier war scheinbar nichts. Ach so. Stimmt. Waren wir auch schon. Dann mal dorthin. Zumindest einmal reingucken. Nichts Spannendes. So, das war die Ecke mit der Spinne hier. Gut. Die haben wir schon mal sauber und wir werden mal ein bisschen was schon mal in die Kisten packen. Da wir jetzt ja so viel im Inventar haben, legen wir einfach alles rein und werden später nur noch draufpacken. Machen wir es lieber so rum. So, da lang war ich dann schon, wenn ich mich nicht täusche. Hier oben. Was gab's denn da? Ach so. Das war die Schlucht hier, die andere Seite. Stimmt. Wo ich nicht lang wollte, weil da Zeug war. Dann beleuchten wir mal so ein bisschen hier. So, ich höre nichts, das heißt, wir können gut ernten. Das musste ja kommen.
Ach, jetzt sind wir hier genau auf der anderen Seite. Wo ich vorhin gesagt habe, da möchte ich nicht lang. Na, da ist ein bisschen was in die Lava geknallt. Aber konnten wir immer noch genug rausholen. Oh, das heißt, wir sind hier fertig jetzt. Das hatte ich mir irgendwie größer vorgestellt, aber was soll's. Es gäbe ja noch diesen Weg hier. Ich wollte schon sagen, der ist so wahnsinnig interessant, aber dann habe ich gesehen, dass es hier oben weitergeht. Ne? 57 haben wir übrigens. Das nächste Ziel ist jetzt 60. Jetzt habe ich hier einen Kreis. Jetzt kann ich im Kreis rennen. So, hier ist dann auch wieder so eine Lavagrube und ein großer weiterer Gang. Lavagrube ziemlich uninteressant. Großer Gang sieht interessanter aus. Kümmern wir uns aber erstmal hier rum. Da kommt hier richtig schön was bei zusammen. Ein Drittel haben wir ja schon wieder von einem Level ab. So.
den voll. Nehmen wir raus, tu ihn rein. So. So würden wir das jetzt quasi dann weitermachen, bis das Ding komplett voll ist, was wahrscheinlich beim nächsten Mal sein wird. Dann nehmen wir die nächste und machen es da genauso und haben das Inventar zumindest immer einigermaßen leer. Na, das Eisen habe ich noch gar nicht gesehen hier oben in der Decke. Na, dann wollen wir hier lang gehen. Und sind damit auch im Kreis. Und können jetzt in Ruhe die letzten Sachen hier rausholen. Und dann schon mal die Öfen füttern und dann geht es geradeaus weiter. Oh, ein bisschen was haben wir ja doch hier drin gefunden. Hatte ich nicht gerade noch Eisen irgendwo gesehen hier? Ach, das hatte ich schon. Blöd. Blöd oder blind, suchtet euch aus. Ich würde erst schon fast auf blöd tippen. Gold. Da oben noch Kohle. Holen wir uns mal nur raus, was wir noch erreichen können, ohne jetzt zu klettern. Und ich glaube, das ist hier fast alles. Wo ich in die Ecke muss, kann ich auch hochsteigen. 57, ein halb. So, wir hatten nur die eine Kiste. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, 4, 5 und 6 kriegen auch schon mal eine Fütterung. Kann man ja auch mal den Rest rausnehmen. Oh, noch nicht ganz. Die Kappelkiste. Jetzt aber. Das war jetzt ein bisschen blöd gefaltet, aber. So. Kriegen wir da auch schon wieder einen Block zusammen. Jo, ein ganzes Deck. Blub. Und euch auch. Nicht da rein. So. Da sehe ich doch was. Zack. Damit ist das Deck voll. Kann hier rein und wir haben fast die dritte Kiste voll.